Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Uno Flip. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, der letzte Teil der Reihe. Uno haben wir jetzt aber euch wirklich sehr viel vorgestellt. Viele haben sich auch Uno Flip gewünscht. Das sieht man hier. Kleine Verpackung, auch ab 7 Jahre. Und das Besondere, schaut mal hier meine Kartenhand an, das ist quasi Uno Flip. Das heißt, durch eine Karte, habe ich eine auf der Hand, genau die hier, werden alle Karten umgedreht. Und er spielt dann plötzlich mit der Rückseite. Auch diese werden dann umgedreht. Okay. Auch hier ist das Ziel des Spiels, in dem Fall alle Karten loszuwerden. Und der Papa fängt an. Wir zeigen euch das wieder spielerisch. Das heißt, ich spiele jetzt einfach eine Karte aus. Ich gehe schon davon aus, dass ihr ein bisschen die UNO-Regeln dann kennt. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Das heißt, die Alina ist wieder dran. Und so funktioniert das Ganze. Mal schauen, dann bin ich dran. Moment, ich bin dran. Wir spielen in die Richtung. Und ich wünsche mir Rot. So, dann ist die Alina dran. Die Alina ist dran. Hast du Alina? Nein. So, jetzt, Papa muss eine Karte aufnehmen. So, dann musst du ja mal schauen, wie er sie aufnimmt. Die Alina ist dran in dem Fall. Weil streng genommen, bei einer Pluskarte muss der Spieler, der sie zieht, auch in dem Fall aussetzen. Könnt ihr auch spielen. Gibt es auch etliche andere Regeln, dass man sofort wieder dran ist. Die Alina ist dran. So, ich und wünscht die sie? Farbe blau. Okay, sie wünscht sich blau. Ich kann auch nicht. Moment, Alina. Nein, ich kann auch nicht. Und weiter geht's. Ganz verrückt in dem Fall. Nein. Du kannst auch nicht. Moment, Alina, ich muss auch. Jetzt kann ich. Jetzt ist die Alina dran. Oh, die hat ja gleich gewonnen. Hoffentlich zeigen wir euch noch die Rückseite. Mal schauen, wie das Ganze läuft. So, jetzt geht's weiter, ganz normal. Alina. Es gibt noch eine Karte, die zeige ich euch je nachdem nachher, wenn sie dann kommt. Es gibt hier noch ein paar Besonderheiten. Kann sie nicht. So, jetzt spielen wir die. Jetzt werden alle Karten umgedreht. Die Alina ist dran. Auch diesen Stapel drehen wir um. Und hier geht es weiter in dem Fall mit der neuen. Plötzlich habe ich diese Karten auf der Hand in dem Fall. So, gut, dass wir jetzt diese 5 haben. Und da wollte ich noch was sagen, weil da gibt es nämlich einen Fehler in der deutschen Anleitung, weil da steht es Ziel 5 Karten und daneben ist es auf Französisch erklärt. Ist aber der kleine Haken. Deswegen ist das gerade gut, deswegen einen kurzen Cut, dass man das auch nochmal sagen. Da müsst ihr einfach in der englischen oder französischen Regel nochmal nachschauen. Aber das heißt einfach 5 Karten dann ziehen, wie das normale dann auch. Dann bin ich dran in dem... Ne, halt, die Alina ist dran. Wenn ich jetzt alles richtig habe. Ihr merkt schon, ein bisschen verrückt. Dann ziehst eine Karte nach. Das verwirrt einem auch total vom Stapel. Du kannst nicht, dann bin ich dran. Und so geht das immer weiter. Natürlich ist man total irritiert, was die Karten angeht, aber dazu auch später mehr im Fazit. Alina. Die Alina ist dran. Kannst du, sonst musst du eine Karte ziehen. Nee. Dann musst du eine Karte wieder ziehen, wie die normale auch. Kannst du? Ja. Okay, dann ist sie sofort nochmal dran. Kannst natürlich nicht. Okay, dann bin ich dran. Ich kann auch nicht in dem Fall. Und jetzt, ich wünsche mir Pink. Und Elias muss jetzt so lange Karten ziehen, bis er Pink auf die Hand bekommt. Er hat Pink. Und das war die letzte Karte, die wollte ich euch nämlich noch sagen. Und zeigen. So warst du auch zu mir. Das war jetzt gerecht. 2, 3. Du bist schon mal dran, Elias. Nee, es gibt noch eine Karte, die hast du gerade auf der anderen Seite. Okay. Ah ja, die Plus, ja, da gibt es auch noch Karten, genau. Ich denke gerade, was meinst du? Alina 5. Alina 5 Karten ziehen, aber so, denke ich mal, habt ihr jetzt auf jeden Fall einen Eindruck bekommen. Je nachdem machen wir gleich einen Cut, sind beim Fazit, wir spielen weiter, aber so funktioniert dann Uno Flip. Das war Uno Flip in dem Fall, ja, der letzte Teil der Uno-Reihe. Ihr habt euch Uno gewünscht, wir übertreiben es wieder und stellen euch einfach alles Uno vor. Aber Uno haben sich sehr viele gewünscht und jetzt habt ihr eine komplette Reihe, einen Überblick. Alina, wie findest du denn das Uno Flip? Ja, man muss... Hat es dir gefallen oder eher nicht? Kannst du ruhig sagen. Wenn es dir nicht gefallen hat, ist es gar kein Problem. Okay. Okay, wie war es bei dir? Es ist gut. Es ist verwirrend, weil dann weiß man, wenn ich umdrehe, hat der diese und diese Karte. Fandest du es gut? Ich fand es gut, aber auch nicht sehr gut. Ich würde lieber das andere spielen. Ich also auch. Das auf, das ist auf jeden Fall. Aber das kann immer mal wieder dabei sein. Genau, es ist ein verrücktes Spiel, gerade mit den umgedrehten Karten, ist eine witzige Idee. Ich bleibe dann doch lieber beim klassischen Uno, aber es gibt viele, die spielen das auch gerne hier. Gerade schöne handliche Box in dem Fall, sieht auch cool aus in dem Fall. Schön, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Kaum zu toppen in dem Fall. Flash haben wir euch vorgestellt, Extrem haben wir euch vorgestellt, das Standardspiel. Was ist jetzt das Beste, Alina? Das Extrem? Glaube ich.
Das mit dem Karten auswerfen, oder? Ja. Wie ist es bei dir, Elias? Ich finde es gut, dass das Extrem ist, finde ich, von der Reihe eins der besten. Okay, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall. Also ich finde, das Standardspiel spiele ich nach wie vor gerne und dann auch das Extrem. Ich mache beide gerne. Ich mag lieber Flip. Okay. Nein, Extrem. Extrem. Und wenn ihr euch das holen wollt, dann gerne über die unten genannten Links. Wenn ihr da ein Uno-Spiel euch holen wollt oder andere Spiele, andere Produkte, dann unterstützt ihr uns automatisch. Ihr zahlt dafür auch nicht mehr, aber in dem Fall etwas Unterstützung tut immer gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Reihe. Schon eine verrückte Reihe. Kommentieren könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht. Klar, Kinder im Bild. Aber auf Social Media etc. ist das Video verknüpft, verbunden. Da könnt ihr auf jeden Fall fleißig kommentieren, fleißig Nachrichten schreiben. Das machen ja einige von euch. Dazu nochmal herzlichen Dank auf jeden Fall. Das war die Reihe rund um Uno. Jetzt brauchen wir erstmal eine Pause. Ich hab noch was. Ja. Reisespiel. Reisespiel. Ja, das auf jeden Fall. Und hier sage ich aber tschüss. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.